Katy Perry, sie verrät ihre Pläne Übernachtung auf Schloss Windsor. Nach der prunkvollen Krönung von König Charles IV am 6. Mai 2023 ist für den darauffolgenden Abend ein großes Krönungskonzert auf Schloss Windsor geplant. Superstar Katy Perry, 38, gehört zu den prominenten MusikerInnen, die bei dieser Gelegenheit vor 20.000 ZuschauerInnen auftreten werden, um den neuen Monarchen Großbritanniens zu feiern. Wie die britische Daily Mail zunächst berichtete, soll der Firiwalk-Interpretin vom Palast angeboten worden sein, um das Konzert herum auf Schloss Windsor zu nächtigen. Die aufregenden Neuigkeiten bestätigt die Sängerin nun und verrät ihre Pläne für dieses einmalige Ereignis. Die 38-Jährige soll mit ihrem Team eine Reihe von Suiten in dem historischen Schloss beziehen dürfen, in dem das Krönungskonzert zu Ehren von Charles am 7. Mai über die Bühne gehen wird. Im Gespräch mit Extra verrät die American Idol-Jurorin, wie die Einladung aus dem Buckingham-Palast aussah. Sie war sehr königlich. Es war wie eine Schreibschrift, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Ich habe es geliebt, schwärmt sie. Es sei eine Ehre, für den König auftreten zu dürfen, erklärt Katy Perry. Die beiden sind sich längst bekannt, ich bin Botschafterin einer seiner Stiftungen für den British-Isian Trust, der sich hauptsächlich auf die Beendigung des Kinderhandels konzentriert, was ein riesiges Problem unserer Zeit ist, über das die Leute nicht genug reden, und es passte einfach zu all meinen Werten. Punkt. Er bat mich zu singen und alles passte zusammen. König Charles, damals noch Prince of Wales, ernannte Katy im Jahr 2020 zur Botschafterin des British-Isian Trust. Die Vorfreude auf die ihre Übernachtung auf Schloss Windsor ist groß, denn wie oft kommt es schon vor, dass einen die Königsfamilie in ihre Gemächer einlädt? Ich bin wirklich aufgeregt. Punkt. Ich werde vermutlich eine Menge posten, weil ich tatsächlich in einem Schloss sein werde. Das ist verrückt, so die Musikerin begeistert. Neben Katy Perry treten unter anderem auch Lionel Richie, 73, die verbliebenen Mitglieder von Take That Garibaldi, 52, Howard Donald, 54, und Mark Owen, 51, sowie die Opernstars Andrea Bocelli, 64, und Sir Bryn Terfel, 57, auf. Die Unkosten der MusikerInnen werden vom Palast getragen. Ob auch eine Gage für die Performance gezahlt wird, ist unbekannt. Das Krönungskonzert von König Charles wird von den BBC Studios produziert und von Paddington Studio Bonneville, 59, präsentiert. Die BBC wird das Event auch übertragen. Verwendete Quellen: Daily Mail Co. UK, Extra.com.